Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem Video. Ich bin mal heute wieder am Hausgewässer. Allerdings habe ich hier eine neue Stelle gewählt. Hier ist es ein wenig tiefer. Ich habe gestern bereits hier großflächig 2 Kilo Boilies verteilt. Ich werde heute noch einen schönen Futterplatz anlegen aus Grundfutter und Tigernüssen. Dazu noch ungefähr 1 Kilo Boilies, vielleicht auch 2, mal sehen. Ja. Ich werde das recht groß verteilen. Ich möchte viele Fische an meinem Platz anlocken. Wir haben heute drückendes Wetter. Es wird höchstwahrscheinlich heute noch gewittern. Und ja, morgen soll es regnen. Mal schauen, wie lange wir bleiben. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, wie anfangs schon erwähnt, möchte ich heute einen großen Futterplatz anlegen aus Grundfutter und Tigernüsse. Die Tigernüsse habe ich einfach unter das Grundfutter gemischt. Der Anteil sollte aber nicht zu groß sein, denn wir möchten richtig gute Ballenformen, die nicht in der Luft aufplatzen. Dazu empfiehlt es sich, süßen Liquid reinzugeben. Dadurch klebt der Ballen viel besser und wir können ihn richtig gut weit werfen. Das Ganze bringe ich mit der Spotrute und dem Futterknecht an meinen Platz. Ich habe hier 2 Liquids untergemischt von Longbaits, einmal der Bella Shan und der Liver Liquid. Ja, und wie das aussieht, gehen wir am besten eine Stelle weiter und dann verfüttern wir den Eimer hier, denn ich habe heute 10 Kilo Grundfutter dabei. Wie gesagt, wir wollen ja viele Fische anlocken. Und da empfiehlt es sich, sowas zu füttern. Entweder schön Partikelmix oder wie in diesem Fall Grundfutter mit Partikeln. So, jetzt bin ich eine Stelle weitergegangen, weil bei mir am Platz ist wenig Platz. Am Platz ist wenig Platz. Ja gut. Und jetzt möchte ich mal zeigen, wie das hier mit dem Futterknecht aussieht. Man muss auf jeden Fall, wie schon gesagt, einen Futterball haben mit richtig guter Konsistenz. Der ist jetzt perfekt, auch perfekte Größe. Eine einfache Spotrute, ob ihr jetzt geflochten oder Mono nimmt, das ist euch überlassen. Wie weit ihr rauskommt, ist auch entscheidend. Wenn ihr richtig weit rauswerfen wollt, zum Beispiel mit euren Spoms, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall eine dünne geflochtene. Ich fische nicht so weit, deswegen reicht mir hier eine Mono aus. So, das ist der Futterknecht und wenn ich den Ballen hier reinlege, dann drücke ich den ein bisschen platt und dann hält das Ganze viel besser im Korb selber drinnen. Der Vorteil ist bei dem Futterknecht, dass der nicht so weit fliegt wie der Ballen, daher brauchen wir die ganze Schnur nicht einzukurbeln. Da sind wir auf jeden Fall viel schneller. Ja. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat, also fliegt richtig gut. Richtig schöne Entfernung. Ja, Freunde. Wieder ein Graser. Was für einer. Unglaublich. Uah. Ja, es gewittert jetzt die ganze Zeit und jetzt kam der Biss und ja, wieder so ein Teil, Wahnsinn. Der hat jetzt auf dem Schellfischbeuli gebissen von Longbaits auf einen sinkenden 20er. Ja, oh, wieder ein super Drill, Hammerfisch, geil. Ja, der nächste Fisch, wieder ein Graser. Unglaublich. Ich glaube, die Karpfen, die sind gar nicht aktiv, so wie das aussieht. Die Graser sind noch im Platz. Man hört doch nichts springen. Ja. Nicht, dass die sich schon aufs Laichen vorbereiten. Dann müssen wir uns damit hier zufrieden geben. Naja, mal schauen. Jetzt hat es geregnet die ganze Zeit. Gleich wird es hell.
schauen wir mal. Ja, nach den zwei Grasern ging leider nichts mehr. Man sieht auch keine Fische. Normalerweise morgens sieht man hier ein paar Buckeln, aber keine Aktion, nichts. Ich werde meine Taktik mal ein bisschen ändern. Ich werde die Spotroute umbauen und werde da einen Marker drauf machen. Werde die Stelle markieren. Werde punktgenau füttern. Nur Boilies, dass ich vielleicht so die ekligen Graser loswerde. Naja, besser wie nix. Der Drill macht schon Spaß. Also der erste, der ging richtig gut ab. Boah. Aber ich will ja Spiegler und Schubis fangen. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass so viele Graser hier beißen. Ich habe ja hier dieses Jahr schon einige gefangen. Das sind ja bald mehr wie Spiegel- und Schuppenkarpfen. Unglaublich. Jetzt habe ich hier vorne mal auf 50 cm Wassertiefe habe ich mal das Wasser gemessen. Zeigt 18 Grad an. Klar, wenn es tiefer ist, wird es nicht mehr die 18 haben, aber puh, wenn es 18 Grad hat, dauert es ja nicht mehr lang, bis die hier anfangen zu laichen. Nicht, dass die sich schon da hinten versammeln jetzt, deswegen geht hier nichts. Ja, jetzt fängt es an zu regnen. Ich werde mich jetzt mal beeilen, die Route umbauen, Marker dran und dann mal ein bisschen füttern, nicht zu viel, aber halt punktgenau. Na, werden wir sehen, was der Tag so bringt. Mittlerweile haben wir schon kurz vor 15 Uhr. Es ging überhaupt nichts. Kein Zupfer, gar nichts. An der Oberfläche habe ich auch keine Fische sehen. Ja, das regnet die ganze Zeit und ja, mit so Dauerregen habe ich eh allgemein schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn es die ganze Zeit regnet. Aber egal. Wir bleiben jetzt hier bis morgen früh, da muss ich einpacken und vielleicht kommt ja doch noch ein Fisch, ein Spiegler oder ein Schuppenkarpfen, das wäre ja was. Aber es ist recht ungewöhnlich, dass zwei Graser gebissen haben und ansonsten gar nichts. Wer weiß, vielleicht halten sich die Fische wirklich da hinten auf und versammeln sich langsam, bereiten sich auf das Laichen vor. Könnte sein. Zwei Spinnangler sind jetzt gekommen. Kann ich jetzt wenigstens mal schauen, ob die was fangen. Ja. Mein Hund, der schläft die ganze Zeit. Man kann ja sonst nichts machen bei dem Regen. Naja. Ist auch schön, weil einfach zu relaxen, zu entspannen. Ja, gleich wird es dunkel. Der Regen hat gerade mal aufgehört, sonst hat es die ganze Zeit geregnet. Getan hat sich übrigens nichts. Ich habe heute mal ein bisschen bei Facebook rumgeguckt und ja, viele haben Bilder reingestellt von laichenden Karpfen. Da der See recht flach ist, bin ich mir
ziemlich sicher, dass die Karpfen ganz hinten am Schilf sich versammeln, um dort abzuleichen. Dort ist es noch flacher. Und das würde ja auch erklären, warum nur Graser gebissen haben und ich keine Karpfen auf der Oberfläche gesehen habe. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt bleiben wir die Nacht. Mal sehen, vielleicht hat der Regen das Wasser ein bisschen abgekühlt und die Fische, Regen kriegt das ein bisschen an zu fressen. Wir werden es sehen. Wenn nichts kommt, ist auch nicht schlimm. Wir haben heute super relaxed rumgelegen, einfach mal nichts gemacht. Jetzt warten wir einfach mal ab. Ja, Freunde, mitten im Regen hat der jetzt nun gebissen. Beide Ruten komplett verheddert. Ein Matsch hier. Naja, so ist Angeln. Oh Mann. Ja, es gibt hier doch die Spiegler. Vielleicht 10 Minuten später, nachdem der Graser gebissen hat, kam der hier. Was eine Pampe hier auf dem Boden. Unglaublich. Ja, Freunde, wieder vielleicht eine Viertelstunde später, wieder ein Fisch, mal wieder kein Graser. Ein schöner Spiegler diesmal. Super. Aber der Regen, der macht echt einen fertig. Alles nass und matschig. Wäre der blöde Hang nicht, dann wäre es gegangen. Aber so, voll ekelhaft. Naja, Hauptsache die Fische beißen. Geil. Ja, die Nacht hatte ich noch 3 Fische, kleinere, so 3 bis 4 Kilo, die habe ich nicht gefilmt. Das Wetter ist echt scheußlich gewesen. Jetzt nieselt es ein bisschen. Ich habe noch ein paar 24er Schellfischbeulis gehabt. Hab die reingehauen, am Haar drauf gemacht. Und jetzt lief eine Rute davon ab. Schöner Dreh. Ja, da ist er. Ein richtig geiler Schuppi. Ja, das wird der letzte Fisch sein. Ich werde jetzt alles einpacken und mich hier wegbewegen. Mein Zeug sieht aus. Wahnsinn. Aber so ist das. Ende gut, alles gut, würde ich mal sagen. Hammer Schuppi. Echt geile Färbung, toller Drill. Der letzte Fisch ist versorgt. Und ich werde die Ruten jetzt auch nicht mehr reinwerfen. Weil es muss eh in der Stunde schon woanders sein. Deswegen schnell abbauen das ganze Zeug ins Auto, in den Hof damit. Sieht alles aus da unten. Aber die Nacht ging es richtig ab. Ich glaube 6-7 Fische hatte ich. Und fast alle im Regen. Ich war komplett nass. Ja. So ist das manchmal, ja. Wenn es läuft, dann läuft's. Wenn nicht, dann nicht. Die erste Nacht waren nur 2 Graser, aber gut. Dafür jetzt die Nacht mehr. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst ein Like nicht, Abo und schaut mal bei Instagram vorbei oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.